Hallo, 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 ihr Lieben. Und willkommen zurück auf der Scheibenwelt. Wir haben in der letzten Folge eine untote Skelettband für uns rekrutieren können, indem wir sie hier von diesen verdorrten alten Bäumen abgeschnitten haben. Und jetzt kann ich mich hier ein bisschen weiter umschauen. Ich habe jetzt immerhin ein Kamel. Hier ist eine Oase. Da sind Steine, ein verwesender Arm, Wasser, Geier. Ich schau mir mal das Wasser an. Entweder ist das Wasser oder eine Fata Morgana. Nun, hier hätten wir ein Glas mit erfrischendem, heißen Wüstensand. Haben wir ein Glas? Wir haben einen Topf. Ich kann es mir nicht leisten, das zu verlieren. Okay, ich schau mal die Geier an. Hübscher Geier. Lass uns nicht zu freundlich sein. Wir sollten vermeiden, dass er uns nach Hause folgt. Ich berühre ihn nicht. Da ist ein verwesender Arm mit einem Ring dran. Das dürfte ihre Mahlzeit sein. Sieht wie der Arm einer Mumie aus. Hey, da steckt ein Ring an einem Finger. Mist, offenbar kann ich Ihnen den Arm nicht wegnehmen. Sie sind zu schlau. Kann ich denen den Holzarm dafür geben? Ich hätte sie fast überlistet. Offenbar sind wir auf dem richtigen Weg. Ich muss den in irgendwas einwickeln. Was gibt's denn hier noch? Jelly Baby, da war ich ja schon, oder? Ach, das ist der Ort hier, okay. Dann guck ich mal, was gibt's denn noch Neues auf der Map? Pyramide. Ja, da war ich noch nicht. Da reiten wir doch mal hin. Pyramiden. Dämme im Strom der Zeit. Gibt man diesen Steinmassen die richtige Form und Ausrichtung und stattet sie außerdem mit allen erforderlichen parakosmischen Dingen aus, kann man mit dem temporalen Potenzial von Pyramiden in einem kleinen Bereich die Zeit beschleunigen oder verlangsamen. Auf die gleiche Weise kann man mit einer Druckwasserpumpe Wasser gegen den Strom pumpen. Der Sinn einer korrekt gebauten Pyramide besteht darin, in ihrer zentralen Kammer absolute Nullzeit zu schaffen. Bringt man dort einen sterbenden König unter, so lebt er ewig. Besser gesagt, er stirbt nie. Die Zeit, die eigentlich in der Kammer vergehen sollte, wird in der Pyramidenmasse gespeichert und kann sich einmal in 24 Stunden entladen. Oh, das sieht ja kuschelig hier aus. Säulen mit Hieroglyphen, eine Mumie, eine putzige kleine Spinne, ein Topf und eine Lampe. Okay, ich schaue mir erstmal die Säulen an. Ein großes Steinding. Offenbar legt man hier großen Wert auf richtiges ethnisches Aussehen. Hieroglyphen? Geheimnisvolle Hieroglyphen. Wenn man sie lange genug anstarrt, sollen ihnen Sprechblasen wachsen. So heißt es jedenfalls. Und was ist das für ein Topf? Oh, ein Topf mit Leim. Ich mag klebrige Dinge. Den nehmen wir doch mal mit. Okay, dann schauen wir uns den Sarkophag an. Oh, sieh nur, hier hat jemand Tote in Geschenkpapier gewickelt. Kann ich mit der Mumie reden? Ich kann nicht mit der Mumie reden und ich bin auch nicht bereit, sie mitzunehmen. Du musst dir also etwas anderes einfallen lassen. An dieser Stelle sind viele, nicht unbedingt taktvolle Kommentare möglich. Lasst uns die Würde bewahren und einfach darauf hinweisen, dass es der präservierte, einbalsamierte Körper eines Toten ist. Wir sollten uns mit gebührendem Anstand benehmen und den Toten Respekt zollen. Vermutlich erwartest du jetzt irgendeine witzige Bemerkung von mir, wie? Nein, so etwas bekommst du nicht von Frau Rincewinds bravem Jungen. Immerhin habe ich eine gute Erziehung genossen. Jawohl. Aber wir könnten irgendwie Verband abschneiden, oder? So, können wir das um den Holzarm wickeln? Hübsch, ein bandagierter Holzarm. Muss ich noch irgendwie einleimen? Da du das verdammte Ding geschaffen hast, solltest du eigentlich auch wissen, was man damit anstellt. Okay, dann eben nicht.
Was gibt's hier noch? Nix. Aber ich glaube, damit könnten wir jetzt hier in der Oase die Geier reinlegen und an den Arm kommen. Oh, die Geier folgen mir jetzt. Ich gehe mal zurück in die Stadt. Solchen Vögeln verderben Würmer und Fäulnis nicht den Appetit. Sie mögen's hübsch verdorben. Oh gut, wie ihr wollt. Lassen wir ihn in Ruhe. Okay, ich hol mal den Ring vom Arm. Dann kann ich den verwesenen Arm doch wieder den Geiern geben. Ja, ich weiß, dass es Ihnen darum geht. Aber ich gebe es Ihnen zurück, wenn es mir passt. Aber wozu brauchen wir dann einen verwesenen Arm im Inventar? Okay, was kann ich mir noch anschauen auf der Map? Pyramiden, das Wagenrad. Da reiten wir doch mal hin. Ah, das ist der weise Alte. Angus, Angus, wo steckst du? Oh, da bist du ja. Oh, du siehst jeden Tag besser aus, Angus. Viel Sonne, noch mehr Sand und eine Ernährung, die hauptsächlich aus seltsamen Pilzen besteht. Ohne dich verlöre ich bestimmt den Verstand, Angus. Du kannst keinen König auf eine 7 spielen. Gerissener Schummler. Wie viel Karten hast du überhaupt? Oh, ein heiliger Irrer auf einem Rad. Das muss der Weise in der Wüste sein. Er kann von Glück sagen, dass ich keine Zwiebeln habe. St. Ungulant. Ein Wüstenprophet? Oh, hübsch. Der Kerl ist vollkommen ausgerastet und riecht wie ein Topf mit Ohrwurmbrei. Und du willst, dass ich mit ihm rede? Lecker, ja, will ich. Hallo, da oben am Pfahl. Angus, Angus, da ist jemand am Pfahl. Was? Leg es sofort weg. Von sowas kann man krank werden. Ah, da geht eine Pyramide. Ich möchte dich nicht belästigen. Ich frage mich nur, warum du da auf dem Pfahl sitzt und offenbar nicht ganz dicht bist. Es ist wegen der Einsiedelei. Die große Mode in dieser Gegend. Nur ein Einsiedler kann weise sein. Wir haben Gäste, Angus. Hol noch ein leckeres Delikatess-Trugbild hervor. Nein, nein, das ist nicht nötig. In 3 Minuten ergreife ich voller Entsetzen die Flucht. Was deinen Freund betrifft. Meinst du Angus? Angus, es ist für dich. Wenn du Angus besuchen möchtest, hättest du die andere Glocke läuten sollen. Es steht ganz deutlich an der Tür. Nein, hör mal, ich bin hier, um... Lass Angus nicht warten. Er ist sehr beschäftigt. Wenn er nicht gewesen wäre, hätte ich längst den Verstand verloren. Nun, weißt du, lass ihn einfach weitermachen. Ich kehre zurück, wenn er Zeit hat. Wenigstens heißt er Angus und nicht Anus. Du bist also gut, nicht wahr? Ich meine, du weißt schon weise und so. Weise! Wenn ich noch weiser wäre, trüge ich ein Leopardenfell-Bikini. Oh, so weise bist du? Ja, ich bin so weise, dass ich dir nun deinen Herzenswunsch erfülle. Schreibe dir die Musik für deinen sündhaft modernen Klickerdingsbums. Der Zettel riecht bestimmt lecker nach Schweiß und alten Eiern. Ja, 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 ja.
Nein, Angus. Nein, nicht jetzt. Ich bin beschäftigt. 12 Minuten lang rösten. 12? Narr, vergisst es immer wieder. Hier ist die Musik für deinen Klicker, mit dem du tot populär machen willst. Was? Du hast sie einfach so für mich geschrieben, ohne etwas dafür zu verlangen? Wundervoll. Danke, vielen Dank. Frag doch nicht doch nach. Kann ich die Musik haben? Nein. Oh, ich hätte es wissen sollen. Du hast also doch eine Aufgabe für mich, stimmt's? Es geht dabei nicht um mich, sondern um Angus. Er hat es satt, immer wieder mitten in der Nacht von Leuten geweckt zu werden, die nach einer Antwort auf die zentrale Frage der Philosophie suchen, warum? Warum? Warum was? Warum dich? Warum alles? Warum sind wir hier? Warum bist du hier? Warum bin ich hier? Oh, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Na schön. Natürlich verlangst du da überhaupt nichts Schwieriges von mir. Warum? So lautet die Frage, stimmt's? Kein Problem. Also gut. Ich gehe jetzt und suche die Antwort für deinen unsichtbaren Freund Angus. In Ordnung? Sind alle damit einverstanden? Na schön. Gut, ich gehe jetzt. Der gute alte Rincewind hat nichts Besseres zu tun, als kreuz und quer über die Scheibenwelt zu reisen und dauernd irgendwelche Gegenstände zu suchen. Nun, wo waren wir stehen geblieben? Oh ja, Gebe nimmt... Moment, haben wir jetzt alles mit ihm besprochen? Angus. Oh ja, natürlich. Angus, das Hirngespinst. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die notwendigen geistigen Voraussetzungen erfülle, um mit dieser Sache fertig zu werden. Okay, das Wagenrad ist Angus. Ah, okay, ich kann noch über ihn nachdenken. Angus, es passiert schon wieder, Angus. Wie oft habe ich dir gesagt, dass du den Venusmuscheln nicht die sündige Musik vorspielen sollst? Das kommt davon, wenn man als Kind an zu vielen Spielzeugen aus Blei lutscht. Okay, das war's schon. Tut mir leid, aber ich muss jetzt woanders hin. Wo finde ich denn jetzt die Antwort auf seine Frage? Hollywood. Ich gehe nochmal nach Ankh Morpork. Da ist das Schiff. Ist an den Docks irgendwas Neues? Nö, da ist niemand. Bei der Narrengilde. Hier ist auch niemand. In den Schatten? Ich rede nochmal mit Gimlet. Zuckerstein, sozusagen Sahnekaramellen für Trolle. Trolle mögen sowas. Für meinen Geschmack ist zu viel Muskovit drin. Allerdings riskieren sie dadurch Zahnausfall. Eine üble Sache für Trolle. Wie dem auch sei, derzeit haben wir keine. Jemand hat die Räder vom Lieferwagen verspeist. Passiert ungefähr einmal pro Woche. Vielleicht sollte ich auch Wagenräder auf die Speisekarte setzen. Okay, also... Auf damit. Für ihn brauchen wir den Zuckerstein. Ach, mit denen will ich jetzt nicht reden, mit den Verrückten hier. Die sind ein bisschen eklig. Nee, bei dem Troll gibt's auch nichts Neues. Der Vampir ist nicht da. Zeit. Darum geht's mir jetzt um Liebe,
aber auch um Romantik. Casanunda. Er hat endlich seine Bestimmung gefunden. Bei Frau Kuchen. Mika, nicht am Mikrofon reiben, meine Süße. Okay, ich red mal mit ihr. Entschuldigung. Was? Ich habe Entschuldigung gesagt. Himmel, ich möchte nur... Bitte sei still. Sag ihm, er soll still sein. Sonst findet er sich gleich in einem Einmachglas wieder. Ich versuch's. Was? Schon gut. Entschuldigung. Was? Mika, geh mal für die Tastatur runter. Gesagt. Himmel, ich möchte nur... Bitte sei still. Sag ihm, er soll still sein. Sonst findet er sich gleich in einem Einmachglas wieder. Ich versuch's. Was? Schon gut. Warum lässt du die arme Alte mit dem grauen Bart nicht endlich in Frieden? Niemals. Ich bin Casanunda, der zweitgrößte Liebhaber aller Zeiten. Die Schönheit dieser Frau hat es mir angetan. Zumindest bis zur nächsten Herausforderung. Ich bin jetzt für mehr Frauen bereit. Ach, sogar für alle. Lieber Himmel. Na schön, überlassen wir dich deiner hoffnungslosen Aufgabe. Eigentlich schade, dass du deine Talente einfach so vergeudest. Ich vergeude sie? Nun, jemand wie du sollte sich nicht mit dem Zweitbesten begnügen. Vor kurzer Zeit bin ich einigen Frauen begegnet. Dunkelhäutig, geheimnisvoll, voller Vitalität. Wo? Wo? So erstaunlich es klingt, in Jilibibi. Offenbar habe ich es hier mit unterlegenen Intellekten zu tun, die sehr schwer zu finden sind. Okay, reden wir doch mal mit Frau Kuchen. Den Göttern sei Dank, der dumme Zwerg ist weg. Danke, junger Mann. Ich weiß überhaupt nicht, was er wollte. Kann ich dir irgendwie helfen? Was machst du hier in der Leichenhalle? Ich übe. Ich wusste gar nicht, dass Übung erforderlich ist. Ich dachte immer, es passiert einfach. Oh nein, man muss daran arbeiten. Meine Güte, es passiert nicht einfach so. Man muss üben und üben. Nur dadurch lernt man, worauf es ankommt. Die Projektionstechnik spielt eine wichtige Rolle. Hinzu kommen Kontrolle und Ausdauer. Ist sehr wichtig, die Ausdauer. Die Ausdauer? Aber es dauert doch ewig. Das ist ja gerade Sinn der Sache. Was? Die Bewusstseinsprojektion dauert ewig? Meine Kraft reicht nur für 2 oder 3 Stunden. Und ich bin ziemlich gut. Bewusstseinsprojektion? Ja, ins Selbst von Raben und Kaninchen und so. Ein sehr wichtiges Hexentalent, die Bewusstseinsprojektion. Was hast du denn gedacht? Ach, schon gut. Vergiss einfach, dass ich dich darauf angesprochen habe. Meine Güte, mit der Dame möchte ich es mir nicht verderben. Nicht einmal ein bisschen. Also war sie der Rabe? Entschuldige bitte, ich glaube, ich muss jetzt meine Medizin nehmen. Gut. Dann haben wir hier schon mal was Neues entdeckt. Was hier im Laden? Ah, nee. Das ist nicht der Laden. Das ist die Bar. Ich wollte in den Laden. Der war weiter links. Hier war der. Ach nee. Ach, das war Oma Wetterwachs. Das ist Frau Kuchen. Mein Fehler. Ich verwechsel die immer. Ganz gut, danke. Na los, frag. Ich bekomme Migräne, wenn man nicht die richtigen Fragen stellt, nachdem ich sie beantwortet habe. Hallo, Frau Kuchen. Wie geht es dir? Schon besser. Doch. Du bist gar kein richtiges Medium. Das werde ich. Beweis es. Na schön, stell sie. Ich weiß. Beantworte meine Fragen. Blau. Was ist meine Lieblingsfarbe? Einen Ausschlag. Was habe ich zum Geburtstag bekommen?
fett, zahnlos und mit Soße bedeckt. Beschreib mein Frühstück. Unterwäsche mit Rüschen. Oh, ich weiß nicht, was ich dich fragen wollte. Ich weiß es sehr wohl. Du solltest deine Gedanken mit Seife und Wasser waschen. Geh jetzt und kümmere dich um deine Angelegenheiten. Oder soll ich dem Publikum erzählen, was du in der Sockenschublade aufbewahrst? Entschuldige, ich kann hier nicht den ganzen Tag schwatzen. Ich muss jetzt weiter. Okay, gibt's hier sonst irgendwas Neues? Ein Wandschrank. Der ist neu. Da drin ist ein Bügelbrett. Nehmen wir mal mit. Gläser. Ein gutes Sortiment aus Gläsern mit all den Dingen, die ein modernes Medium braucht. Okay, jetzt haben wir ein Bügelbrett. Okay, gibt's hier irgendwas Neues am Platz? Death becomes himself. Demnächst tot, wie er leibt und lebt. Ich schätze, die Produktion des Klickers kann erst beendet werden, wenn du alle deine Aufgaben bewältigt hast. Okay. Gibt's im Laden was Neues? Kerzen, Einmachgläser, sonderbarer Apparat, Bücher, Alligator. Nö, hier gibt's nichts Neues. Aber ich rede doch mal mit ihr. Vielleicht hat sie ja irgendwas Neues zu erzählen. Nee, hat sie nicht. Jetzt auf damit. Dann gehe ich nochmal in die unsichtbare Universität und schaue mich hier mal um. Oh, der Dekan ist weg. Und auch der Questor. Und der Bibliothekar. Ah, jetzt kann ich die Krocketore mitnehmen. Okay, jetzt habe ich Krocketore. Kann ich den Knopf hier mitnehmen? Ich kann ihn nicht erreichen. Und ich will es auch gar nicht. Okay, das geht schon mal nicht. Was ist hier? Nee, da sind nur die Bienen. Da gibt es auch nichts Neues. Schiff. Ich gehe noch mal nach Jelly Baby. Oder Jelly Baby. Oder wie auch immer. Das sind mich tatsächlich ein bisschen an Doctor Who. Would you like a Jelly Baby? Sieh nur die majestätische Schönheit dieses hohen, spitzen Steindings. Wer kennt ihre mystischen Geheimnisse? Wer schert sich darum? Ich nicht. Okay. Aber ich habe eine Idee, was wir mit den Crockett-Toren machen könnten. Immerhin hat ja der Uri Dieller gesagt, dass er Sachen mit seinem Verstand gerade biegen kann. Und die Tore sehen ziemlich verbogen aus. Hallo, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich habe hier einige Dinge, die gerade gebogen werden müssen. Kein Problem, guter Mann. Anstrengung. 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 Oh, mir blutet die Nase. Und auf das gute Hemd meines Vaters. Sieh nur, was du angerichtet hast. Okay, jetzt haben wir Draht. Was bringt der uns jetzt? Ich rede doch mal mit dem Steinverkäufer. Nee, der hat auch nichts Neues zu sagen. Okay, dann brauche ich noch eine Idee, was ich jetzt tun muss. Und bis ich die Idee habe, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Passt auf euch auf und denkt immer dran, ich liebe euch. Bis dann. Ach ja, gerösteter Humus. Ganz viel gerösteter Humus, auch für euch.